Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video geht es um die natürlichen Zahlen. Wie kommen wir auf diese natürlichen Zahlen? Ich habe euch hier die Aufgaben mitgebracht gehabt. Ja, die sind babyleicht zum Beantworten. Die Ergebnisse blende ich jetzt gleich mal ein. Die erste Aufgabe, das sind insgesamt 5 Einser, die zusammengefasst werden. Also gibt es 5. Drunter sind es 3 Einser, die zusammengefasst werden, also gibt es 3 und so weiter. Man hätte sich da auch einen Trick machen können. Man sieht ja zum Beispiel in der dritten Zeile, da ist nur 1 mehr dabei wie in der ersten Zeile. Das heißt, da hätte man einfach 1 dazu zählen können oder in der zweiten Zeile hätte man auch sehen können, das sind 2 weniger wie in der ersten Zeile. Lange Rede, kurzer Sinn, das was ihr hier seht, das sind die sogenannten natürlichen Zahlen, also die 5, die 3, die 6, die 7, die 2, die 4, alle? Nein, natürlich nicht alle natürliche Zahlen, nur ein paar davon. Und was man sonst noch alles über die natürlichen Zahlen wissen muss, das werde ich euch jetzt erklären. Natürliche Zahlen, das sind zum Beispiel die Zahlen 1, 2, 3, 4. Ja, ich habe hier einen Punkt, Punkt, Punkt gemacht, weil sonst könnten wir das ja ganz weit fortsetzen. Hier bei den Aufgaben waren noch die 6, die 5 und die 7 dabei. Die 1 war nicht dabei, ja, aber das ist trotzdem eine natürliche Zahl. Und so wie ich sie hingeschrieben habe, sind sie auch gleich sortiert. 1, 2, 3, 4. Rechts seht ihr doch rot eine 0. Das ist keine natürliche Zahl. Das müssen wir uns für den Beginn merken. Natürliche Zahlen sind die 1, die 2, die 3, die 4, die 5, die 6, die 7, die 8, die 9 und so weiter. Natürliche Zahlen kann man ordnen. Ja? So wie ich es oben schon gemacht habe, hintereinander aufzählen. Man kann es aber auch anders ordnen und da habt ihr ja schon Versuche gemacht. Man kann es zum Beispiel auf einem Zahlenstrahl ordnen. Zahlenstrahl heißt so viel, ich zeichne eine Linie und sortiere diese Zahlen einfach an. Was ich dazu natürlich brauche, ist die 0. Die 0 ist zwar keine natürliche Zahl, aber mit der 0 beginnt ja quasi alles. Also, zwischen diesen Zahlen ist immer die gleiche Entfernung. Das ist wichtig beim Zahlenstrahl. Ich kann nicht einfach nach der 0, nach einem Kästchen die 1 machen, nach 3 Kästchen die 2, nach 5 Kästchen die 3 und so weiter, sondern ich muss immer denselben Abstand zwischen 2 Zahlen lassen. Ich darf auch nicht eine Zahl weglassen. Ich kann nicht hier statt der 2 einfach die 3 hinschreiben und dann hier mit der 4 weitermachen. Und das, was da zwischen diesen beiden Zahlen an Länge ist oder an Entfernung ist, das nennt man die Längeneinheit. Heißt auch, ich kann das anders ansortieren. Ich kann zum Beispiel die 1 nach einem Kästchen machen, dann muss aber die 2 nach dem zweiten Kästchen sein und so weiter. Oder ich kann zum Beispiel auch sagen, hier kommt die 0, dann die 5, dann die 10, dann die 15 und so weiter. Das, was dann dazwischen drin ist, das nennt man die Längeneinheit. Was können wir beim Zahlenstrahl noch feststellen? Es hat einen Anfangspunkt, nämlich die 0, dort beginnt alles und es hat kein Ende. Und das wird mit so einem Pfeil dargestellt. Also einen Anfangspunkt, aber kein Endepunkt. Und da kommen wir auch schon zu dem nächsten. Es gibt unendlich viele. Und das haben wir ja auch schon festgestellt. Wir können noch unendlich viele solcher Aufgaben dazu bringen. Die 8 können wir so aufzählen, die 9, die 10. Aber es wird immer eine Zahl geben, die wir noch oben drauf setzen können. Also zu der Zahl 7 können wir da hinten noch eine plus 1 machen. Dann kommt die 8 raus. Zur 8 können wir eine plus 1 machen, kommt die 9 raus. Das heißt, wenn wir eine ganz, 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 ganz große Zahl gefunden haben, können wir noch plus 1 rechnen und es gibt eine neue Zahl. Was wir noch wissen, es hat jede natürliche Zahl hat einen Vorgänger und einen Nachfolger. Das sehen wir auch hier ganz gut. Die 6 hat einen Vorgänger, nämlich die 5, ist 1 davon entfernt. Und es hat einen Nachfolger, die 7. Also ich kann 1 dazu zählen und ich kann 1 wegnehmen. Das heißt, ich bekomme immer einen Vorgänger und einen Nachfolger. Was haben wir also heute gelernt? Eigentlich haben wir was ganz Leichtes gelernt, nur haben wir einen Namen dazu, nämlich die natürlichen Zahlen. Natürliche Zahlen sind sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und so weiter, aber es ist nicht die 0. Wir wissen, dass jede natürliche Zahl einen Vorgänger und einen Nachfolger hat. Wir wissen, dass es unendlich viele gibt. Man kann sie auf einem Zahlenstrahl anordnen, der einen Anfangs, aber keinen Endpunkt hat. Die Längeneinheit ist bei der Darstellung entscheidend, da muss man immer dieselbe Entfernung zwischen 2 Zahlen haben. Und das war's. Erstes Kapitel war doch gar nicht so schwer, oder? Und das Ganze macht ihr jetzt in einem schönen Hefteintrag in euer Regelheft. Und dann zur nächsten Aufgabe. Tschüss!